Gibt mal wieder was Ungeplantes aus der Kategorie Haushaltsgeräte reparieren. Ja, mein Dampfgarer hat mich verlassen und es hat mich etwas irritiert, weil ich habe den eigentlich gerade erst gekauft. Ich habe nochmal nachgeguckt, der ist jetzt gute 4 Jahre alt. Und das ist natürlich bei mir noch gar kein Grund, dass irgendwas kaputt geht. Deswegen müssen wir doch mal reinschauen, was da los ist. Und zwar verhält es sich so, wenn man an dieser Eieruhr dreht, dann läuft die zwar auch und tickt und macht auch Ding am Ende, wie sich das gehört, aber die Lampe leuchtet nicht da unten, wie man hier sieht. Die ist aus, die Glimmlampe da, und die sollte ja normalerweise leuchten. Ja, erstmal Steckdose gewechselt, was man so tut, lag es natürlich nicht dran. Doof. Also Ding erstmal hergenommen und erstmal aufgeschraubt und mal guck, was da los ist. Sind Torx-Schrauben, also relativ normal tatsächlich, kein Dreieck mit Pin in der Mitte oder so ein Quatsch. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht ziemlich katastrophal aus. Es ist Wasser, wo kein Wasser hingehört. Und an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, schraubt nicht an elektrischen Geräten rum, die an Netzspannung hängen, außer ihr zieht vorher den Stecker raus. Und wenn ihr den Stecker danach wieder reinstecken wollt, dann seid euch sicher, dass ihr elektrisch ausreichend geschult seid. So viel mal dazu. Ja, man sieht hier, es ist offenbar nicht erst seit gestern Wasser drin, sondern schon etwas länger, weil es hat ja schon mächtig korrodiert und so weiter und so fort. Und grundsätzlich kaufe ich eigentlich immer sehr gerne solche Geräte wie hier, die relativ simpel aufgebaut sind, weil dann hat man zumindest eine Chance, dass man nochmal was machen kann. Nicht irgendwie alberne Touch-Displays mit irgendwelchen irrsinnigen Menüführungen und am Ende machen sie alle das Gleiche, nämlich das Essen warm. Deswegen dachte ich mir, ich entscheide mich da mal gerne für die simple Version, wie zum Beispiel hier mit dieser Eieruhr da vorne dran und der Klingel und dann am besten noch ein Bimetallschalter, der das Heizelement schaltet und dann war's das. Und dann ist das relativ überschaubar, wie man hier auch sieht, und dann hat man eine Chance, auch noch mal was zu beheben. Und das Ganze mal aus der Nähe angucken, das ist wirklich spektakulär, dass da noch nichts weiteres passiert ist. Es wundert mich selbst, weil Kriegsströme könnten da ja sehr gut schon mal fließen eigentlich. Aber man sieht, das ist tatsächlich nur unten dran das Blech und so weiter feucht. Also die elektrischen Kontakte, die alle etwas erhaben sind, sind offenbar tatsächlich noch verschont geblieben, sodass es da noch nicht zu Fehlerströmen gekommen ist. Das Problem ist jetzt offenbar nur elektrische Art, dass wohl irgendwas weggerostet ist, mehr oder weniger. Man sieht auch, es ist PE angeschlossen da an der Seite, also grundsätzlich sicherheitstechnisch hätte da nichts passieren dürfen, auch wenn ich das noch länger nicht gemerkt hätte. Also erstmal Messgerät hergenommen und mal ein bisschen auf die Suche gemacht. Das Wichtigste zuallererst, und zwar das Heizelement selbst. Ja, man sieht, das hat noch Widerstand, das hat so knappe 70 Ohm, das kommt auch hin, fließen so gute 3 Ampere bei 230 Volt und das mündet irgendwo in 800 Watt, die draufstehen. Das passt also noch. Aber dieser Bimetallschalter, der eigentlich bei Überhitzung abschaltet, also ein Öffner ist, also normalerweise geschlossen sein sollte, sieht man, der hat nicht mehr so wirklich einen Durchgang aktuell. Und es ist ja Raumtemperatur, also sollte er das eigentlich haben. Ja, gute Frage, dann ist der wohl hinübergegangen durch Wassereinbruch oder ähnliches. Weil der ist ja mittendrin in dem Gammel da unten und es kann ja durchaus sein, dass der von vorne schon mal so weit ankorrodiert ist, dass da Wasser eingedrungen ist und die Kontakte dann hinüber sind oder irgendwie die Federbelastung vom Bimetall oder was auch immer. Ist ja erstmal zweitrangig. Auf jeden Fall liegt es an dem Schalter und das Heizelement ist noch in Ordnung. Das heißt, man hätte zumindest eine theoretische Chance, das Ganze nochmal wieder zum Leben zu erwecken. Weil diese Thermoschalter, diese Bimetallschalter, das ist Stangenware. Also das ist eine Standardbauform, die findet man überall. Die kosten auch wenig Geld, kriegt man als Ersatzteil. Also habe ich mir gedacht, naja, wir zerlegen das Ganze mal ein wenig weiter und gucken mal, was uns noch so Schlimmes erwartet. Geht es ja erstmal mit Kreuzschlitz weiter, erstmal diesen Schalter da rausschrauben. Den erstmal abmachen, dann dieses rostige Blech runter und dann kriegen wir auch schon das Heizelement raus, was so ein bisschen verkalkt ist, wo man sich ja fast nicht gegen wehren kann. Und dann hier mal mit die Dichtung darunter gezogen. Das ist nur mit einer Dichtung in dieser Plastikwanne drin. Das ist konstruktiv auch schon so eine Sache. Naja, das hätte man besser lösen können. Und dann sieht man, ja, das hat auch schon ein bisschen was abgekriegt. Also das meiste davon ist noch da, aber auch der Kalk und das Wasser, was durchgeht, hat sich schon seinen Weg gesucht. Wenn man hier mal aus der Nähe guckt, man sieht so diese Dichtfläche da unten am Rand, wo die Dichtung lag. Das sieht auch erstmal eigentlich noch ganz gut aus, aber es gibt halt eine Stelle, da sieht es nicht mehr so gut aus. Und zwar hat der Kalk da die Dichtung unterwandert und mit dem Kalk zusammen kommt natürlich auch das Wasser durch. Und das hat sich denn da schon so ein bisschen seinen Weg gesucht und seine Arbeit verrichtet. Man sieht, die Kante sieht da schon nicht mehr ganz so gut aus von dem Druckgussteil. Da hat es schon ein wenig was abgefressen und naja, muss man jetzt erstmal sehen, erstmal ein wenig sauber machen. Also mal mit ein wenig Bartentkalker das Ganze ins Waschbecken gebracht und mit der alten Zahnbürste mal so den gröbsten Kalk und alles, was noch so dran ist, abgemacht. Ein bisschen geguckt, was noch so runtergeht. Da ist so eine Emaille drauf, deswegen habe ich da nicht groß dran gekratzt, sondern nur das, was wirklich leicht abgeht, dann auch runtergemacht und das Ding dann danach mal ans Labornetzteil angeschlossen.
Wir erinnern uns, der hat ja so knapp 70 Ohm. Das heißt also, bei 30 Volt fließen da jetzt so gut 0,4 Ampere, wie man sieht. Das führt irgendwo zu 12 Watt, sowas in der Größenordnung. Und 12 Watt bei diesem Klotzen, der auf dem Tisch liegt, das reicht, dass das schon knackig warm wird. Also der kriegt jetzt so 60, 70 Grad, sowas in der Größenordnung, würde ich mal schätzen. Und das passt, dass das ganze Wasser, was sich irgendwo schon mal reingezogen hat oder was noch irgendwo in irgendwelchen Ritzen oder Kanten sitzt, immer rausdunstet. Dann wird er eine Weile erstmal warm gelassen und in der Weile kümmere ich mich um das Blech hier. Sieht auch sehr schlimm aus, aber größtenteils dieses Weiße der Korund. Das kommt daher, dass diese Verzinkung hier unten sieht man das, hier ist noch so ein bisschen Verzinkung drauf und danach ist sie weg. Die ist halt komplett aufgeblüht durch das Wasser, was durchgekommen ist. Habe ich mich erstmal mit der Drahtbürste dran gemacht, um erstmal zu gucken, wie viel Metall ist denn unter dem Rost noch, wenn man den ganzen Krempel mal abhat. Und man sieht tatsächlich, ja, das sieht noch ganz gut aus. Also man hat hier so leichten Lochfraß am Rand, aber die Materialstärke an sich ist noch da. Ne? Also das kann man durchaus noch so verwenden. Das ist jetzt natürlich kein Rostschutz mehr drauf, weil die Verzinkung halt ab ist, aber so vom Blech her, so vom Großen und Ganzen, so von der Tragfähigkeit bietet das noch was. Ist also gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment aussah. Also habe ich mich erstmal ins weitere Zerlegen gemacht. Erstmal Kabel raus und das Edelstahlgehäuse runter von der Kunststoffwanne. Da geht ein bisschen schwierig, das sitzt schon ganz schön klemm. Aber wenn man das dann abhat, dann kann man sich auch mal ein bisschen näher nochmal diese Klingel angucken, die da vorne drin sitzt in dieser Buchtung. Und man sieht ja, die hat auch schon so ein bisschen Flugrost abgekriegt. Ist jetzt aber eher so ein kosmetisches Übel, würde ich sagen, weil naja, die klingelt noch und die sitzt halt unten drin und man sieht sie nicht. Also würde ich das jetzt auch nicht als so schlimm erachten. Grundsätzlich ist sie trocken geblieben. Wasser ist bis dahin schon mal nicht gekommen. Wenn man sich jetzt aber auch mal hier noch mal innen so ein bisschen so diese Einlagefläche anguckt, das ist tatsächlich nur so ein Polypropylen-Kunststoffwandenteil mit so einer Art Haardichtung hier an der Seite und die sitzt dann hier auf dieser Phase, die hier in der Mitte drin ist und da wird dann das Heizelement durchgesteckt. Das ist so ein bisschen konisch und dadurch dichtet das dann ab oder soll es abdichten, was es dann in der Praxis wahrscheinlich am Anfang auch getan hat, aber später dann nicht mehr. Wenn man sich das mal aus der Nähe von der anderen Seite anguckt, dann sieht man auch, warum das vielleicht so ist. Weil dieses Polypropylenteil direkt am Heizelement mit der Hitze, die da natürlich entsteht, das wird ja auch ein bisschen wärmer als 100 Grad, weil es braucht ja noch ein Temperaturgefälle zum Wasser. Sieht man auch hier schon an diesen Befestigungspunkten, da hat sich das schon kräftig verzogen. Und hier oben auch, so ein bisschen sieht man von der Lichtreflexion, ja, das ist schon so ein bisschen wellig. Das heißt also, diese Dichtung hat schon ein schweres Leben, da noch irgendwie abzudichten. Und offenbar hat sie es auch nicht mehr ganz geschafft und deswegen ist da noch Wasser und Kalk durchgekommen. Also erstmal alles noch ein wenig gesäubert, nochmal ein bisschen ordentlich gemacht wieder und mal aufgereiht, was wir haben. Dieses Rohrüberstülpe, das Heizelement, die Dichtung, das drahtgebürstete Blech, ein paar Schrauben, die waren alle aus VA, also die haben es gut überlebt. Und noch dieses Halteblech für die Thermosicherung und noch so ein paar Abstandshalter da aus Kunststoff. Ja, und das Einzige, was es leider nicht mehr weiterhin schafft, das ist der Thermoschalter, wie schon erwähnt. Der sieht jetzt so aus. Ich habe den auch noch mal ein bisschen sauber gemacht, um mal zu gucken, ob man auch irgendwas dran findet. Aber hier von vorne sieht man tatsächlich hier an der Seite, dass das Aluminium schon so weit wegkorrodiert, dass da wohl Wasser eingedrungen ist und das hat ihm dann hingeholfen. Hier auf dieser Fläche, da steht normalerweise die Bezeichnung und auch die Auslösetemperatur und so weiter und so fort und was das für ein Modell ist. Hier an der Seite sieht man auch noch so einen eingeprägten Buchstaben, aber der Rest ist weg. Das Material ist hier schon so weit dünner geworden, dass die sämtliche Prägung, die da drin war, schon raus ist. Kann man jetzt also leider nicht mehr so viel von abraten von dem Ding. Grundsätzlich habe ich jetzt aber erstmal das Problem, dieses Heizelement da wieder reinzukriegen und dass es auch möglichst dicht wird jetzt vielleicht bei dem verzogenen Kunststoff und da habe ich mir mal das Küchensilikon aufgezogen. Und zwar ja nicht nur, weil das Gerät in der Küche steht, sondern weil Küchensilikon, glaube ich, auch da tatsächlich ganz gut geeignet ist. Weil einmal ist es Trinkwasser- und lebensmittelneutral, das ist ja schon mal nicht unwichtig, weil da ist ja auch Essen in der Nähe tatsächlich. Und es ist temperaturstabil bis 150 Grad. Und man muss ja bedenken, das ist direkt am Heizelement. Und ja, siedendes Wasser wird eigentlich nicht heißer als 100 Grad. Aber das Heizelement selbst wird natürlich trotzdem noch ein paar Grad wärmer. Und wenn man sich mal den Fall betrachtet, dieses Bimetallschalters, und zwar man hat vergessen, Wasser einzufüllen und es wird dann heißer als 100 Grad, dann kommt dieser Bimetallschalter ins Spiel, der hier kaputt war, und schaltet das dann ab. Und das schaltet natürlich bei einer höheren Temperatur, sagen wir mal irgendwo 130 Grad oder sowas. Steht nicht mehr drauf, kann ich jetzt nur mutmaßen. Deswegen ja, das ist natürlich gut, wenn das Silikon noch etwas mehr als 100 Grad aushält. Und da sind wir hier mit dem Küchensilikon tatsächlich ganz gut dabei, weil in der Küche wird es ja öfter auch mal wärmer. Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gucken, Temperaturbeständigkeit im Kleingedruckten ist sogar bis 180 Grad angegeben. Ich würde jetzt mal schätzen, die 150 Grad vorne, das ist so die Dauertemperatur, die man hinzumuten kann. Und die zeitweise Temperaturbeständigkeit hier ist dann bis 180 Grad. Ohne dass ich jetzt näher ins Datenblatt reinguckt hätte, würde ich das mal so vermuten. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall deutlich mehr, als ich brauche. Deswegen nehme ich das erstmal dafür. Also habe ich erstmal auf beiden Seiten von dieser Phase in diesem Polypropylenteil erstmal schön Silikon aufgetragen. Silikon haftet jetzt nicht unbedingt auf Polypropylen und es haftet auch nicht so gut am Gummi, aber es kann zumindest einen Ausgleich schaffen.
da wo das halt uneben ist und so weiter, da dient es halt als Füllmaterial, dass die Dichtung wieder eine Chance hat, da abzudichten. Deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden. So, und dann ist es auch schon wieder drin. Der Rest Kalk auf dem Heizelement, wie gesagt, den habe ich drauf gelassen, weil hier ist so eine Emaille drauf, dass das Aluminium nicht direkt im Wasser liegt und korrodiert. Und die wollte ich halt ungern beschädigen. Deswegen habe ich hier lieber ein bisschen Kalk dran gelassen. Der platzt mit der Zeit dann eh ab durch die Hitze, die das Ding entwickelt, und wird gar nicht so dick, die Schicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse lieber ein bisschen drauf, bevor ich hier am Ende die Emaille beschädige. Und dann habe ich noch ein größeres Problem. Jedenfalls hat man jetzt hier unten schön ein Silikon drauf, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, und dann schauen wir mal, was es uns so bringt. Habe ich auf der Rückseite erstmal dieses Blech wieder aufgeschraubt, was das Ganze so ein bisschen in Position drückt, und dann habe ich das erstmal liegen gelassen, dass es in Ruhe durchhärten kann. Also den ganzen Spaß wieder ein wenig zusammengebaut, wenn es dann durchgehärtet ist. Wieder dieses Edelstahlgehäuse drum, es ist wieder ein wenig fummelig, ab wie drauf, dann diese Thermosicherung da unten nochmal rein, den Kabelbaum wieder dran. Und dann habe ich ja meinen fehlenden Temperaturschalter, den ich dann da noch in der Mitte brauche, den ich jetzt aber noch nicht habe, und da habe ich jetzt erstmal eine Brücke reingemacht. Und dazu möchte ich nur mal kurz ein, zwei Worte sagen. Und zwar ist es kein Sicherheitsrisiko, dieser Temperaturschalter, das ist eher ein Komfortmerkmal. Und zwar, wenn man zu doof war, Wasser einzufüllen, dann ist es halt so, dass es eben ein bisschen wärmer wird als 100 Grad, und der löst dann aus bei einer etwas höheren Temperatur. Wenn er das jetzt aber nicht tut, weil er kaputt ist oder weil er nicht da ist, so wie in meinem Fall jetzt, weil ich noch keinen habe, und es war natürlich wieder kurz vor Ostern, wann sonst geht sowas kaputt, ist doch ganz normal, natürlich zu den Feiertagen, habe ich jetzt natürlich keinen Schalter da, ich möchte aber trotzdem noch was zu essen kochen, deswegen habe ich mich hier für eine Brücke entschieden, die, wo ich dann nochmal so einen Gewebetemperaturschlauch drüber mache. Wenn ich jetzt tatsächlich zu doof sein sollte, Wasser einzufüllen und das vergesse, dann gibt es hier unten in diesem Schlauch, der hier quer liegt, den man hier sieht, diese Schmelzsicherung, die hier drin ist. Und das ist eine endgültige Sicherung. Also wenn es zu heiß wird und der Bimetallschalter versagt, was ja sein kann, wenn er kaputt ist, wenn er jetzt also quasi so kaputt ist, dass er dauerhaft geschaltet bleibt und nicht so wie bei mir, dass er dauerhaft offen ist, dann kommt diese Schmelzsicherung, die da unten drin liegt, und die kommt dann endgültig. Das heißt also, im schlimmsten Fall müsste ich jetzt zusätzlich zu meinem Bimetallschalter, den ich brauche, noch eine Schmelzsicherung kaufen, wenn ich es tatsächlich schaffe, kein Wasser einzufüllen. Aber es gibt auf jeden Fall keinen Hausbrand, weil das Ding halt vorher durchschmilzt. So viel nochmal dazu. Also grundsätzlich überbrückt man keinen Temperaturschalter. Ich würde es auch in diesem Fall nicht empfehlen. Aber es ist, wie gesagt, jetzt hier noch kein Sicherheitsrisiko, weil es gibt hier noch eine zweite Linie der Verteidigung sozusagen. Also Erdung wieder angeschlossen, ist auch wichtig. Gerade wie wichtig das ist, haben wir jetzt gesehen, wenn da Wasser reinkommt. Die restlichen Kabel noch wieder dran, dann den Deckel wieder drauf. Deckel auch noch wieder zugeschraubt, die 5 Torx-Schrauben wieder rein. Auch alles VA-Schrauben. Das hat mir tatsächlich auch qualitativ ganz gut gefallen. Für ein Gerät, was irgendwie mal 38 € gekostet hat oder so, ist es grundsätzlich eigentlich ganz okay. Nur diese Konstruktion war da halt ein bisschen komisch mit diesem Heizelement. Dann haben wir noch dieses Rohr, was da dann drüber kommt in der Mitte. Und zwar hat das eigentlich die Funktionalität, dass das Wasser nur am Heizelement kocht und nicht die komplette Schale mit den 2 Liter Wasser zum Kochen bringen muss. Weil, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat da unten wirklich 1,5 Liter Wasser drin oder so, mit diesem 800 Watt Heizelement will man das zum Kochen bringen. Das dauert ja eine halbe Stunde oder so, ne? Da ist man ja ewig dabei. Deswegen gibt es da dieses Röhrchen. Das steckt man einfach drüber, und dann sind da drin nur noch so ein paar Milliliter Wasser, und die kochen natürlich relativ schnell. Und dadurch, dass dieses Röhrchen halt die Umwälzung verhindert, die man normalerweise hat, wenn man Wasser kocht, ne, weil Wasser wird warm, hat eine geringere Dichte und steigt dann nach oben, drückt das kalte Wasser nach unten. Das ist ja der Grund, warum in einem Topf überhaupt das Wasser anfängt zu kochen komplett. Weil Wasser hat eigentlich eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit. Das geht halt nur durch diese Umwälzung. Und dieses Röhrchen, das tut jetzt halt einfach so, steckt man da rein, und dann verhindert das die Umwälzung. Das heißt also, es ist halt wirklich nur noch das Wasser in Bewegung, was in der Mitte drin ist und was durch diesen Schlitz, den ich ja gerade jetzt säge, da reinsteigt. Und warum säge ich den jetzt? Weil ich habe ja jetzt Silikon drin in der Mitte auf dieser Dichtung. Und dadurch steht das natürlich ein paar Millimeter höher. Und dieser Schlitz, der ist jetzt gar nicht mal so lang. Das heißt also, durch das Silikon, was jetzt höher steht, wird er schon ein bisschen verdeckt. Deswegen habe ich den jetzt hier nochmal 2, 3 Millimeter länger gesägt, dass trotzdem noch wieder Wasser reinkommt. Sonst habe ich nämlich gleich mal ein Problem, dass kein Wasser am Heizelement ist. Und dann habe ich schon direkt wieder die Schmelzsicherung, die dann kommt. Ja, und da läuft wieder, es gibt wieder was zu essen, das ist auch schön, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, deswegen ist es ganz praktisch, dass es jetzt wieder was zu essen gibt.
Ja, man hat diese Eieruhr, wie gesagt, ne, die läuft und tickt und klingelt am Ende und dann hat man seine Ruhe und es gibt kein wildes Gepiepe alle 30 Sekunden von irgendeiner Menüsteuerung. Ich finde die Geräte sehr schön und ich würde mich freuen, wenn er noch ein bisschen weiterlebt. Deswegen wollen wir jetzt erstmal gucken, von welcher Dauer die Reparatur war. Und zwar trifft sich das auch ganz gut, weil ich habe ja jetzt noch einen Bimetallschalter bestellt. Ich habe mich jetzt für 130 Grad entschieden, weil ich glaube, dass es von der Temperatur ganz praktisch liegt. Man hat noch ein bisschen Abstand zu den 100 Grad des siedenden Wassers. Weil das Heizelement wird da unten natürlich schon ein paar Grad wärmer. Lass es 110 Grad oder so kriegen, vielleicht 115 Grad, weil es gibt natürlich ein Temperaturgefälle vom Heizelement zum Wasser, damit auch Wärme fließen kann. Deswegen also einen Temperaturschalter mit 110 Grad zu nehmen, das hätte glaube ich nicht funktioniert. Der hätte dann trotzdem schon abgeschaltet, auch wenn Wasser drin wäre. Aber nach oben ist auch noch genug Platz, weil diese Schmelzsicherung, die da drin war, die hatte eine deutlich höhere Temperatur. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt 170, 180 Grad, auf jeden Fall irgendwas irrsinnig hohes. Da hat also wirklich schon fast der Kunststoff geschmolzen, bevor die dann wirklich abschaltet. Deswegen denke ich mal, dass ich da mit 130 Grad irgendwo ganz gut liege. Ich habe auch noch ein bisschen Platz zu meinem Silikon mit 150 Grad. Sollte also ganz gut passen. Denn wenn ich den dann in ein paar Tagen habe und einbaue, dann kann ich auch gleich nochmal gucken, ob noch Wasser durchgekommen ist oder ob mein Silikon soweit gehalten hat. Bis dahin ist er dann auch schon wieder so 3, 4 Mal warm und kalt geworden. Das heißt also, man hat einen ganz guten Testzeitraum. Und ja, dann baue ich den noch ein und hoffe, dass alles gut ist. Und dann kann der gerne noch ein paar Jahre halten. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.